Magu ist ein Pokémon mit dem Typ Feuer, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die erste Entwicklungsstufe von Magma und Magbrand. Magby ist ein kleines, zweibeiniges Pokémon, das hellrot, Beige und Schwarz auftritt. Bis auf den schwarzen Hals, die Beigeschnauze sowie den Bauch gleicher Farbe ist das Pokémon hellrot gefärbt. Der Körper an sich ist sehr schlank und der Kopf relativ groß. Das Haupt ist mit mehreren runden Knubbeln bedeckt und die Augen setzen sich aus weißer Lederhaut und schwarz-weißen, länglichen Pupillen zusammen. Der Mund bzw. die Schnauze gleicht einem Kegel und der Hals verbindet den Kopf mit dem Torso, an dessen Seiten die beiden eher breiten Arme wachsen. An ihren Enden befinden sich je drei kurze weiße Krallen. Auf dem Rücken wächst im oberen Teil eine einzelne Rückenplatte geringer Größe, weiter unten ist dann der schmale Schwanz zu sehen. Das Pokémon steht auf zwei dünnen Beinen, die in kleine Füße übergehen. Die sind dann mit je zwei kurzen weißen Krallen ausgestattet und in der Shiny-Form ist Magby statt hellrot orange gefärbt. Magby nutzt bevorzugt Feuerattacken wie Flammrad oder Feuerschlag. Anderweitig nutzt es auch gerne Giftangriffe wie Smog oder Clairsmog. Verwendete Statusangriffe sind beispielsweise Konfusstrahl und Grimasse. Durch seine Fähigkeit Flammenkörper verbrennt der Gegner mit einer 30%igen Wahrscheinlichkeit bei Berührung durch einen physischen Angriff. Seine versteckte Fähigkeit Munterkeit verhindert, dass es einschläft. Magby ist als Baby-Pokémon per Zucht erhältlich, kann aber in späteren Generationen und Regionen wie der Route 227 in der Sinnoh-Region auch wild angetroffen werden. Bei jedem Atemzug springen glühende Kohlenstücke aus seinem Mund und aus seinen Nasenlöchern. Die Flamme, die es spuckt, hat 600 Grad Celsius und wo viele Magby sind, kommt es zu einem Vulkanausbruch. Magbys Gesundheitszustand kann man am Feuer erkennen, dass es ausatmet. Wenn es gelbe Flammen ausstößt, ist es in guter Verfassung, ist es erschöpft, vermischen sich die Flammen mit schwarzem Rauch. Dabei ist Magby wie gesagt ein Baby-Pokémon und besetzt seit der zweiten Spielgeneration diese erste Stufe in der Evolutionsreihe von Magma und Magbrand. In den Spielen erreicht Magby seine Basisform Magma durch das Erreichen von Level 30. Magby selbst ist unter anderem durch eine einfache Zucht seiner Weiterentwicklungen erhältlich. Die weitere Entwicklung wird durch Tausch und gleichzeitiges Tragen des Item Magmaisierer ausgelöst. Und mit seinem Feuertypen nimmt Magby Halmschaden gegen Pflanzen, Feuer, Eis, Käfer, Stahl und Feeattacken. Doppelten Schaden gegen Wasser, Boden, Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.